Das ist ein Trophy R, ein Renault. Wir haben ihn gerade mal gestartet und wir werden uns den gleich mal ganz genau angucken. Und die Svenja sitzt drin und fährt ihn mal kurz zurück auf den Platz. Mittlerweile ist es schon 4 Uhr am 5. November 2020. Es ist kurz vor Sonnenuntergang. Ich sehe schon, sie hat einen. Es sieht so aus wie so ein sequenzielles Getriebe, was drin ist. Werden wir gleich mal erfahren, was das ist. Brembo-Bremsen. Und kriegen es gleich mal von der Svenja erklärt, das Auto. Zusammen mit dem Kollegen. Schick, schick. Renault Sport. Svenja, steig mal aus. Die Svenja. Sie hält den Schlüssel in der Hand. Das ist kein alltägliches Auto, oder? Nee, auf keinen Fall. Also das fährt man nicht alle Tage mal. Ich fahr's ja, heute selbst zum ersten Mal. Es ist ein tolles Gefühl. Tolles Gefühl. Ihr habt ihn ein klein wenig umgebaut. Genau, extra für einen ehemaligen Rennsportler aus dem Saarland habe ich gerade eben auch zu Ohren bekommen. Ja, da ist da eine neue Schaltung reingebaut worden. Extra, damit man schneller vom Lenkrad runtergreifen kann. Das ist so. Ist das jetzt eine normale Schaltung, eine H-Schaltung oder ist die sequenziell? Ne, die ist normal wie jede andere Schaltung auch, nur die Wege sind kürzer zum Schalten, sodass ja, im Rennsport, dass man da schneller in die anderen Gänge reinkommt. Genau. Akrapovic steht drauf, das heißt die Auspuffanlage nehme ich an oder der Spoiler. Du kennst dich aus? Ja, also das unten ist ja ein Diffuser, sagen wir mal. Das ist halt für die bessere Druckverteilung von der Luft, dass generell das Auto besser auf der Straße liegt. Und der hat auch eine Klappensteuerung, einfach für den Sound. Für den Sound, die war jetzt aus, ich glaube, oder? Ja, ach nee, die war nicht aus. Genau, wenn du mal kurz den mal warm laufen lässt, dass wir den mal ein bisschen warm machen, denn er stand jetzt die ganze Zeit raus und nicht, dass wir denn, ist der Motor kalt, gib ihm 12,5. So, und innen drin, das können wir uns gleich mal angucken, das Auto, wie das schön gemacht ist. Der hat nämlich einen Überrollkäfig hinten drin. So, die Klappe ist jetzt offen oder zu? Die ist jetzt offen. Die ist jetzt offen, warte mal. Ja, ein kleines bisschen. Sie brabbelt. Okay. Wenn du den Motor mal anlässt, einfach mal anlassen, dass wir den mal ein bisschen warm fahren. Du hast jetzt so ganz dezent mal Gas gegeben. Ich komme mal auf deine Seite. Warte mal kurz. Krass. So, und das ist die neue Schaltung. Sie sieht so aus, als wäre sie sequenziell, ist es aber nicht. Das heißt, du schaltest ganz normal die Gänge. Ich schalte ganz normal die Gänge, genau. Das sieht zwar gewöhnungsbedürftig aus, aber es ist halt der Sinn, dass man halt beim Rennsport vom Lenkrad direkt an die Schaltung kommt, ohne groß nach unten greifen zu müssen. Genau. Ja genau, wenn du mal kurz mir mal zeigst, wie mache ich den ersten Gang rein? Erster Gang, Kupplung treten und das geht nicht mit großen Wegen. Also man sieht, das ist halt kein großer Weg. Das ist extra ein kurzer Weg. Ah, da ist so eine Übersetzung mit drin. Das heißt, du hast quasi hier einen Umbau mit drin. Genau. Ja. Sieht aber scharf aus, oder? Ja, sieht scharf aus. Das ist extra gemacht halt für den ehemaligen Rennfahrer, genau. So, wenn ich da reinzwängen würdest, du würdest noch reinpassen, aber es geht gar nicht mehr, weil hier ist ein Überrollkäfig drin. Ja, genau. Das wird schwierig. Du bist hier noch Azubine im zweiten Lehrjahr? Ja, genau. Ich bin noch ganz neu hier, relativ neu im Gegensatz zu den anderen. Ja. Ganz frisch. Das ist schon der neue jetzt, der RS? Ja, das ist der neue RS. Der ist seit 2018. Gibt's den? Genau. Ein cooles Lenkrad mit drin, da ist so Alcantara bezogen. Genau. Oder ist das Wildleder? Was ist das? Naja, das ist Alcantara, genauso wie die Sitze. Sag genau. Mal, Sitze. Ja, Moment. Von Sabelt. Genau. Die kenne ich irgendwie, die Sabelt-Sitze. Die gibt's auch im Alpin, oder? Die gleiche Hersteller. Das ist eine gute Frage. Das sieht aber cool aus, so ein Schalensitz hinten drin. Du kennst die Motordaten von dem Motor? Ja, Motordaten als 300 PS hat das Auto.
Genau, 260 fährt er mindestens, also die Höchstgeschwindigkeit ist 260 km/h. Genau, von 0 auf 100 in 5,8 Sekunden. 5,8. So, und das hier war ehemals ein Rennsportler, der den Wagen hier besitzt. Nee, also der bekommt jetzt einen ehemaligen Rennsportler, genau. Der bekommt den am Montag ausgeliefert. Der ist neu, der Wagen? Der ist ganz neu. Okay, ja, das heißt, der war noch nie auf der Straße? Nee, der hat vielleicht gerade mal 10 Kilometer oder was, 16 Kilometer hat er. Auf der Uhr? Genau. So, und das ist auch zulässig. Das heißt, das Ding hat eine CE-Zulassung, diese Schaltung. Genau. Das kann man so machen. Mach mal gerade einen Rückwärtsgang rein. Hochziehen. Hochziehen. Nach hinten drücken. Eigentlich total simpel. Da geht sogar die Rückfahrkamera an. Genau. So, machen wir gerade einen dritten Gang rein. Geil. Das ist total simpel. Ja, genau. Es ist cool. Ich bin ganz, ganz beeindruckt. Hier, Renault Sport, das steht auch so schon drauf, wenn man den kriegt. Hier, da vorne die Aufkleber. Ja, genau, genau. Die sind bei dem normal serienmäßig dabei, beim RS. Das ist ja auch der Trophy, das hier. Achso, das ist das Sondermodell Trophy. Ja, genau. Da muss man dazu sagen, ja. So, das heißt, das hier ist echtes Carbon, weißt du das? Nee. Nicht so schlimm. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. So, es geht auch gar nicht darum, was ist jetzt echt. Es geht gar nicht um den Trophy. Mach mal vorne auf, Motorhaube. Ja. Guck mal rein. Hat man vorher einen Leerlauf getestet. Also das Teil ist da so zumindest mal so eingebaut. Und so sieht übrigens der Einstieg aus. Renault Sport 379 von 500. Wow! Das Teil sieht ja cool aus. Das ist der Motor. Genau. Ist eine Augenweide, oder? Ja, auf jeden Fall. Brummt schön. Hinten brabbelt schön der Auspuff. Können wir gleich mal kurz mal hören. Jetzt ist ja ein bisschen warm. Kannst du ein bisschen Gas geben. Das heißt, die war jetzt offen, die Klappe? Die war offen? Ja, weiß ich schon. Ja. Ja. Ihr verkauft so ein Auto nicht jeden Tag, oder? Nee, auf keinen Fall. Deswegen, das ist halt ein sehr spezielles Auto. Ne? Gerade mit der eingebauten Gangschaltung da, sieht man sowieso eigentlich fast gar nicht. Das muss dann schon ausdrücklich gewünscht sein. Ne? Ja, das ist schon was Besonderes. Ein nettes Kennzeichen ist, dass man nicht mit einem Hochdruckreiniger reinhalten soll. Das ist ja voll. Ja. Genau. Ne, cool. Ja. Ja, wenn du nochmal zumachst. Ja. RS Trophy. Zeige ich nochmal gerade hier vorne, wie er so aussieht, so im Gegenlicht. Wirkt er auch extrem gut. Genau, der Trophy eher, genau. So, hier vorne, er hat schöne Felgen mit drauf, Brembo-Bremsen. Genau. Ja, also die bestehen ja aus Aluminium und aus Guss. Genau. Sehr schick. Sehr fein. Ja, das heißt, geh mal mitnehmen zur Berufsschule. Ja, das wäre cool. Wird jeder gucken, ja. Die ist gar nicht so weit weg, die Berufsschule, oder ist hier ums Eck? In Sulzbach ist die, genau. Die ist in Sulzbach, in der Nähe von meinem Heimatwohnort momentan. Ja. So, die Optik sieht umso krasser aus, je näher ich rangehe. Hier vorne sieht man es. So, jetzt darfst du mal ein bisschen Gas geben. Jetzt ist der Motor warm. Ja. Ich will mal hören, wie der klingt. Sehr schön. Ja, die Autogalerie sah stark mal aus. Machen wir die Abmoderation der Trophy R. Also wenn Sie mal einen kaufen möchten, nochmal bitte Sie nicht verurteilen, die Svenja. Ich habe sie überfallen, habe gesagt, steig mal ein, fahr das Auto mal zurück, denn wir wollen es einfach nur mal zeigen. Es ist eine Augenweide und gleich gucken wir uns mal, was an den RS, guck mal. Den RS Trophy, den normalen Trophy, genau. Das war jetzt ja der Trophy R, das ist das spezielle Modell, genau. Super, Autogalerie Saar, euch geht's viermal, wo noch? Genau, Eppelborn, Lebach und Neunkirchen. Nein, Kaya, wie der Saarländer sagt. So, ja, vielen Dank. Tschüss, Svenja. Tschüss.